Im Rahmen einer Kabinettssitzung der Brandenburger Landesregierung in Senftenberg besuchte Wirtschaftsminister Ralf Christoffers den Schlabendorfer See. Um sich vor Ort ein Bild von der Umsetzung des Maßnahmenkatalogs im Kampf für eine saubere Spree zu machen. Die 10 Sofortmaßnahmen auf Brandenburger Gebiet, die laufen alle. Ich sag mal, sie zeigen auch die ersten Ergebnisse. Völlig klar ist eins, dass es wird ein längerfristiger Prozess sein. Die Sofortmaßnahmen werden die sichtbare Belastung reduzieren. Aber wir werden natürlich noch mehrere Jahre brauchen, um sowohl die Eisen- als auch die Sofortbelastung insgesamt zu reduzieren. Und das wird nur in Zusammenarbeit mit Sachsen gehen. Gespräche zwischen den Landesregierungen über die künftige Kooperation haben begonnen. In Potsdam rechnet man damit, dass noch in diesem Jahr eine Vereinbarung erzielt wird, die gemeinsame Aktivitäten gegen die Verockerung ermöglicht. Wir werden hier noch mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, brauchen, um eine einmalige Situation zu beherrschen. Wir sind hier im größten Sanierungsgebiet, was es Europa und wahrscheinlich weltweit sogar gibt. Und insofern ist es hier auch ein Stück weit Experimentierfeld. Und mein Ziel ist, dass wir für das neue Bergbauabkommen, was zwischen Bund und Länder abgeschlossen wird, im Jahre 2016, dass wir bereits jetzt die Vorbereitung leisten über ein Monitoring, dass genügend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit die Sanierung hier auch tatsächlich langfristig, dauerhaft und vor allem nachhaltig erfolgen kann.